So, hey Leute, David von iDesignish hier. Also, ich habe gestern mal ein bisschen rumexperimentiert und wollte so einen Background machen für meinen Desktop. Und ja, habe was ganz, meiner Meinung nach, doch was ganz Nettes erstellt. Da es eigentlich relativ einfach war, nur zwei Handgriffe, dachte ich mal, hey cool, wird ein cooles Tutorial draus und deswegen zeige ich euch das mal ganz kurz, wie ihr das machen könnt. Einfach im Endeffekt so einen Hintergrund erstellen könnt. Das heißt, wir gehen hier aufs Spline, nehmen ein N-Eck. Dann gehen wir natürlich auf MoGraph, weil das N-Eck wollen wir jetzt, Quatsch, wollen wir das natürlich klonen. Dann tun wir das N-Eck in unserem Klonobjekt rein. Kloner machen wir natürlich Modus nicht lineal, sondern als Gitter. Dann nehmen wir natürlich die Tiefenwerte raus, das heißt, dass es nur 1 ist. Und dann verschieben wir die Größe mal. Das heißt, dass es etwas weiter auseinander ist. So und so. So, dann nehmen wir unser Cloner, gehen zur P-Achse und drehen das Ganze. Das heißt auf 90 Grad. So, im Endeffekt ist es genau das, was wir haben wollen. Natürlich wollen wir es ein bisschen größer haben, deswegen wir gehen beispielsweise von, deswegen mal auf die Anzahl, zum Beispiel auf 30 mal 30. Und dann hängen wir da auch bei der Größe jeweils eine 0 dran. Und 0 und 0. Ja, so ist doch eigentlich ganz gut. Ziehen wir es natürlich noch ein bisschen weiter weg. Das heißt so. Und die andere. So. So, und das ist im Endeffekt das, was wir haben wollen. Jetzt geben wir es natürlich noch ein bisschen, dass es natürlich eine Form wird. Das heißt, wir gehen auf unseren NURB, nehmen auf unseren Extrude-NURB, wählen unser Klon aus, stecken das da rein und jetzt sehen wir gar nichts. Das heißt, wir sehen es, wenn wir rauszoomen. Da hinten seht ihr eventuell das Originalding, das ist jetzt natürlich extrudiert. Da das allerdings ein Klon ist und wir wollen natürlich, dass alle extrudiert sind, gehen wir hier auf Extrude-NURB und gehen auf Hierarchisch. Das heißt, dass je nach Hierarchie alle anderen Objekte natürlich auch den Effekt bekommen. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt wollen wir es natürlich ein bisschen tiefer machen. Das heißt, wir gehen auf Extrudieren, gehen auch statt auf 20 mal, sage ich mal, 200. Ja, dann wollen wir natürlich noch, dass es ganz weg ist. Das heißt, wir machen beispielsweise mal 400. So, und da sehen wir. Okay, ich sag mal 300. So. So, okay, doch ein bisschen mehr. Nicht 300. Ja, machen wir doch wirklich 400. Ist ja egal im Endeffekt. So, dann zoomen wir ein bisschen raus. Und suchen uns eine Position. Ich denke, sowas ist auch ganz gut. Ja, mal sowas. Ja, so ist doch. Ja, gut. Dass man natürlich nicht sieht. So ist gut. Und wir wollen natürlich die verschiedenen Ebenen haben. Das heißt, wir gehen auf unser Cloner, gehen auf MoGraph, nee, auf ja, MoGraph Effector und auf Zufall-Effector. Jetzt sehen wir, hat sich natürlich verschoben. Das könnt ihr jetzt natürlich so lassen, wenn euch das gefällt. Ich habe allerdings ganz gerne ein bisschen Kontrolle darüber. Deswegen, ich gehe auf meinen Effector, also Zufall, mache die Werte hier erstmal auf 0. Also das heißt quasi, das ist für. Also die jeweiligen Achsen hat, also X-Achse, das heißt, wenn wir auf 0 gehen, verschiebt sich das auf den Nullpunkt, Y dasselbe. Und Z-Achse ist das, was wir haben wollen. Wenn wir 0 gehen, haben wir auch wieder flach. Deswegen gehen wir hier beispielsweise auf 50. Und das, was wir haben wollen. So, im Endeffekt, das war es eigentlich auch schon soweit. Jetzt mache ich ganz kurz mit Redshift nochmal Textur. Ihr könnt natürlich auch ganz normal wählen, wie ihr wollt. Das heißt, gehen auf Redshift zum Beispiel, auf Lights, Dome Light. Das ist im Endeffekt dasselbe wie euer physikalischer Himmel oder sowas oder Sonne. Das heißt, wir gehen auf unser Dome Light, wählen wir uns ein HDMI aus. Das heißt, ich gehe auf meinen Content Browser, Presets, Eigen, Material. HDMI, gucke ich mal Interior. Was haben wir da Schönes?
Okay, nehmen wir irgendwas, was hell ist. Ziehen wir es auf. Dann können wir hier unten erzeugen. Redshift, Material, Material. Und gehen aber nur ganz kurz auf Material und nehmen uns dann Presets. Machen uns das mal. Ja, Aluminium oder Platin ist egal, können wir aussuchen. So, und dann ziehen wir uns das Ding hier auf unseren Cloner. Und gehen auf unsere Render-Voreinstellungen und wählen Redshift aus als Renderer und rendern das mal und gucken, wie es aussieht. So, und voilà, sehen wir schon mal. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen ein paar Sachen machen. Und zwar, weil halt nichts im echten Leben natürlich voll 90 Grad ist. Deswegen können wir halt die Winkel ein bisschen abflachen. Heißt, wir können das ein bisschen beveln zum Beispiel. Oder halt, wenn wir auf Ender gehen. Dann gehen wir auf Rundungen und machen die Rundungen, sagen wir mal 20. Ja, damit es ein bisschen gerundet ist. Und dann wollen wir natürlich noch Schärfen, Tiefenschärfer haben, was natürlich auch sehr cool ist. Das heißt, wir gehen hier ganz kurz in bei Redshift zum Beispiel Render-Preview, damit wir dann halt sehen können, wie das aussieht letztendlich. Heißt Play und dann rendert alles. In der Zwischenzeit gehen wir nochmal auf Redshift-Kamera, nehmen wir eine Standardkamera und gehen hier auf Redshift-Kamera und gehen auf Bokeh. Das heißt, wir aktivieren das und jetzt seht ihr gleich, können wir hier die Werte verschieben. Das heißt, hier, das ist der Unschärfen-Effekt im Endeffekt. Dauert ein bisschen. Also da. Dann könnt ihr hier natürlich die Power, das heißt die Intensität einstellen. Oh, tut sich natürlich nichts. Ihr müsst natürlich in die Kamera gehen. Sorry. Jetzt seht ihr natürlich die Stärke. Das heißt, wenn wir natürlich die Stärke wollen wir nicht so hart haben. Heißt, wir gehen beispielsweise. Ja, ich denke, du bist doch eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Ja, ich denke, so ist doch in Ordnung. Das heißt, wir rendern das Ganze mal im großen Renderport. So, und wie ihr sehen könnt, ist es doch schon mal ganz cool. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten ein bisschen Unschärfe, hier vorne auch Unschärfe, ist ganz cool. Das heißt, die Mitte, die ist ja keine Tiefenschärfe. Sorry, wollte ich gerade unterbrochen. Also, wie gesagt, hier hinten habt ihr Unschärfe, hier vorne auch ganz cool, in der Mitte nichts. Und ja, das ist jetzt letztendlich. Das heißt, ihr könnt es gerne rendern. Das heißt, wir gehen in unser Redshift und machen natürlich hier unser Settings, das heißt unsere Samples, damit es kein Rauschen gibt, stellen wir es hoch. Das heißt, wir machen mal beispielsweise auf 1000. Dann dauert es natürlich länger, aber dafür sieht es halt wirklich smooth aus und clean aus. Heißt, wir gehen dann in unser GI, machen das Globby Elimination auf Brutal Force. Ach so, und natürlich also das Bild natürlich und Bombers Ausgabe machen wir natürlich auch unsere Standardwerte, das heißt 1920 mal 1080 und 1080 und dann können wir das auch schon final rendern. Ja, und das war's eigentlich schon. Jetzt habe ich das natürlich bei den Original noch mit Photoshop ein bisschen bearbeitet im Endeffekt. Also das heißt nur Kurven reingemacht und ein bisschen Color Correction und das war's eigentlich. So, das war's eigentlich soweit mit Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War nicht zu lang. Jetzt 10 Minuten, es ging ja voll klar, sage ich mal. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da, könnt ihr abonnieren. Wenn ihr es gerne mal sehen wollt, wie ich meine Coda-Dose erstellt habe, hier könnt ihr es nochmal gucken können. Könnt ihr es nochmal anschauen. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal und haut rein.